In Schule arbeiten Menschen, die mit Menschen arbeiten möchten. Und diese Frage der Veränderung dieser Kommunikationsprozesse ist eine grundlegende und keine, die man mit einem Schalter umstellen kann. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Die Hoffnung, dass wir uns ein Stück ducken und sie über uns hinweg fliegt, ich glaube, die ist sehr trügerisch. Warum? Warum ist Digitalisierung so prägend? Weil sie unsere Kommunikation verändert. Wir haben schon immer über und mit Medien kommuniziert, aber die Veränderung in einer mediatisierten Gesellschaft heißt, dass unsere Konstruktion der Wirklichkeit, die wir über Kommunikation erzeugen, zunehmend durch und von Medien geprägt ist. Und diese Veränderung hat ganz viele Facetten. Unsere Medienwelt und unsere Lebenswelt sind immer weiter miteinander verknüpft. Das gilt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Oldies. Und diese Bedeutung hat natürlich Konsequenzen und es ist ambivalent. Wir wissen über die Auswirkungen der mediatisierten Gesellschaft nur relativ wenig. Es gibt unterschiedliche Forschungsteams, die sich damit beschäftigen und es wabert zwischen höherer Möglichkeit an Partizipation und Teilhabe durch Digitalisierung bis zu Ausgrenzung durch Digitalisierung. Die bekannte digitale Spaltung gibt es und wird eher verstärkt werden. Wir haben die Möglichkeit, uns stärker autonom zu verhalten und gleichzeitig verstärkt es Kontrolle. Sie kennen alle die Geschichten. Was ist aber mit der mediatisierten Schule? Ein lieber Kollege von mir, Stefan Aufenanger, hat mal den Begriff des Viruses verwendet, um zu erklären, was passiert eigentlich in Schule. Also der Virus, Achtung, kommt auf Schule, und zwar alle Formen von Schule. Und wie geht man mit einem Virus um? Gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Käseglocke. Also wir schotten ab. Sie haben vielleicht, manche von Ihnen, am Montag die Diskussion über Smartphones in der Schule gehört. Das ist die eine Variante. Also wunderschöne Käseglocke hier an dieser Stelle. Das ist die eine Variante. Wir schließen sozusagen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen aus. Das ist durchaus eine Vorgehensweise. Die zweite ist, wir impfen. Und auch da gibt es Aktivitäten und Bestrebungen. Die heißen dann Medienführerschein oder Medienpass. Also wir impfen Schülerinnen und Schüler, damit sie sich sozusagen gut versorgt, gut unterstützt in der digitalen Welt bewegen können. Jetzt muss man sagen, dass die Schule schon lange eine digitale und digitalisierte Medienorganisation ist, aber in einem Bereich, der selten im Detail berücksichtigt wird, nämlich in der Schulorganisation. Es gibt Schulmanagementsysteme, es gibt Stundenpläne, es gibt, glaube ich, kaum noch Schulleitungen, die ihre Stundenpläne mit der Hand machen, obwohl der händische Algorithmus immer einen Tick besser ist als der Algorithmus, dem das Stundenplanprogramm vorschlägt. Es gibt Kommunikation mit Eltern, es gibt Kommunikation innerhalb der Schule, Termine werden abgesprochen, also im Prinzip die übliche Art der Arbeit. Und ich habe neulich mit einer Kollegin, einer Lehrerin gesprochen an der Schule und die hat gesagt, unsere Lernplattform ist doch ganz einfach, wir haben eine und die heißt Facebook. Darüber können wir ja alles abwickeln und zwar was um die Schule herum, die Organisation, die Terminabstimmung und so weiter angeht. Über Datenschutz braucht man an dieser Stelle, glaube ich, noch gar nicht zu reden. Also insofern, es gibt schon eine mediatisierte Schulorganisation, aber uns interessiert ja eigentlich der Kern von Schule. Das sind ja die sogenannten Unterstützungsfunktionen einer Organisation, Verwaltung etc. pp. Die Frage ist, was passiert mit Lehren und Lernen? Und das große Problem, sich diesem Thema zu nähern, ist die Komplexität. Alles hängt mit allem zusammen. Und ich will das an ein paar Beispielen illustrieren. Wir haben vor 5 Jahren eine Untersuchung in NRW gemacht an den Schulen. Da kam dieses Bild raus, wenn wir also Medienkompetenzförderung machen wollen, wenn wir Unterstützung von didaktischen Prozessen in der Schule, im Unterricht machen wollen, dann gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluss darauf haben.
Wenn ich also in den Lehrplänen das nicht formuliere, ist die Frage, was in Unterricht gemacht wird. Es gibt böse Zungen, die behaupten, es ist sowieso egal, was im Lehrplan steht. Lehrkräfte halten sich sowieso nicht daran. Aber wenn es keinen Rahmen gibt, fehlt es an dieser Stelle. Wenn ich einen Rahmen im Lehrplan habe und dazu aber nicht die geeigneten Bildungsmedien, die ich über geeignete Infrastrukturen zur Verfügung stelle, ist die nächste Lücke. Wenn ich eine Bildungsinfrastruktur habe, in Schulen sie aber nicht dauerhaft supporte, habe ich die nächste Lücke. Wenn ich eine wunderbare Infrastruktur in der Schule habe, dafür aber nicht die qualifizierten Personen, die sie nutzen sollen, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, habe ich die nächste Lücke und so weiter. Das Problem ist, alles hängt mit allem zusammen und wir haben eine tief liegende, grundsätzliche Frage von Einstellung und Orientierung. In Schule arbeiten Menschen, die mit Menschen arbeiten möchten. Und diese Frage der Veränderung dieser Kommunikationsprozesse ist eine grundlegende und keine, die man mit einem Schalter umstellen kann. Was ist die Situation in Deutschland? Und ich würde sagen, nur in Deutschland, selbst in Österreich und der Schweiz, die wir ja immer gerne als Vergleich hinzuziehen, ist dieses Problem nicht. Wir haben eine völlig dysfunktionale Governance für diese Herausforderung. Alles hängt mit allem zusammen. Und wir können eben nicht mehr separieren zwischen unterschiedlichen Bereichen. Wir lösen jetzt das Problem der Lehrerbildung, stellen aber keine Geräte zur Verfügung. Oder wir stellen Geräte zur Verfügung, haben aber keinen Plan, was im Plan steht. Also es ist sozusagen diese Trennung, die wir kennen, ist völlig dysfunktional. Das ist eine der Gründe, warum Deutschland deutlich langsamer in dieser Entwicklung ist als vielleicht andere Länder. Das führt zu Spaltung und Verinselung. Wir können eigentlich sagen, es gibt wunderbare Beispiele in allen 16 Bundesländern, in allen 15.000 Kommunen und in allen 40.000 Schulen. Ganz viele Beispiele, sie sind vereinzelt, sie sind inselartig und das hat damit zu tun, dass diese Governance-Struktur mit solchen wunderbaren Begriffen aus dem Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht wie die Trennung innerer und äußerer Schulangelegenheiten zu tun hat. Das heißt, Infrastruktur, Schulträger, Kommune, Gemeinde, eine Schule, kleine Gemeinde. Und auf der anderen Seite die Schulangelegenheiten in Bezug auf Lehrerbildung, Curriculumentwicklung etc. Land. Das ist ein Phänomen, was es nur hier gibt. Jedes Mal, wenn man im Ausland ist, muss man erst mal eine halbe Stunde erklären, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert. Wir haben die Kultushoheit der Länder, also known as Kooperationsverbot. Wir haben das Konnexitätsprinzip, ist auch ein wunderbarer Rechtsbegriff. Das heißt in Kurzform, wer bestellt, bezahlt. Also, wenn das Land eine neue Aufgabe den Kommunen überträgt, muss das Land dafür bezahlen. Jetzt können Sie sich, wenn Sie ein bisschen politisch interessiert sind, ausrechnen, was dann passiert. Nämlich eine Deadlock-Situation. Das Land bestimmt es nicht, weil es Angst hat, es zu bezahlen. Die Kommune kann es nicht und sagt, oh, ich muss ja nicht, hat mir ja keiner gesagt, dass ich es machen muss. Und genau das passiert. Wir haben den Föderalismus, den kennen Sie auch. Und die kommunale Selbstverwaltung ist grundgesetzlich verankert. Wir werden mit der Digitalisierung diese grundgesetzliche Verankerung nicht ändern. Wir müssen damit umgehen. Aus meiner Sicht und für heute habe ich mir drei Punkte ausgesucht, die ich in so einer Triade aufgeführt habe, wo ich denke, das sind sozusagen zentrale gute Bedingungen, wie gute digitale Bildung in Schule funktionieren kann und wie die miteinander zusammenhängen. Das erste ist inhaltliche Klarheit. Worum geht es überhaupt? Was ist das Ziel? Das zweite sind die hinreichenden Qualifikationen, bewusst auch so formuliert, erstmal nicht nur Kompetenzen. Und das dritte sind infrastrukturelle Voraussetzungen, also womit soll das überhaupt passieren? Und das hängt natürlich alles eng miteinander zusammen. In Deutschland ist ein Wunder geschehen. Vor 2 Jahren hat sich die Kultusministerkonferenz zusammengesetzt und beschlossen, gesamt, und wer die Kultusministerkonferenz kennt, weiß, dass das jetzt nicht unbedingt der Ferrari unter den Entscheidungsprozessen ist. Sie hat sich darauf verständigt, alle Länder, sie verpflichten sich dazu ab diesem Schuljahr, dass alle Kinder und Jugendlichen in diesem Schuljahr in die Grundschule bzw. in die 6.1 eingeschult werden. Am Ende dieser Pflichtschulzeit, 4 bzw. 6 Jahre und entsprechend das in den weiterführenden Schulen, bestimmte Kompetenzen erworben haben. Wie die gemessen werden und was passiert, wenn sie sie nicht erworben haben, steht noch nicht drin. Das kommt vielleicht noch.
Diese Kompetenzen sind, glaube ich, mittlerweile relativ weit diskutiert worden und sie sind immer, das sind Länderkonsense. Man könnte fast an jedem dieser Kompetenzen ablesen, welches Land welchen Einfluss hatte in der KMK und warum es so oder so formuliert ist. Ich überlasse das Ihrer eigenen Fantasie, welche sondern Länderkulturen Sie welchen Kompetenzbereichen zuordnen wollen. Das Besondere ist aber, jetzt macht jedes Land eigene Pläne. Und zwar unterschiedlich, weil ja die Medienkompetenzförderung in Bremen mit Sicherheit anders ist als die Medienkompetenzförderung in Berlin. Und insofern gibt es natürlich Kooperation und Austausch, aber jedes Land macht ein bisschen, das eigene Land macht ein eigenes Fach, das andere Land macht es fächerintegriert, das dritte Land sagt, wir haben ja die Informatik, das macht jetzt alles die Informatik, wobei Medienpädagogik und Informatik nicht dasselbe ist. Andere machen Medienpässe, Medienführerscheine und so weiter. Also jedes Land bemüht sich, das jetzt wieder selbst zu organisieren, um diesen selbst formulierten Anspruch genügen zu können. Und was irgendwie nur im Subtext dieser KMK-Erklärung steht, ist, es gilt auch für die Berufsbildung. Und die Frage ist, diese Kompetenzen, die da unten stehen, was bedeutet das eigentlich im Kontext beruflicher Medien- und IT-Kompetenz? Und damit meinen wir nicht die Frage, ob ich jetzt in einem bestimmten Berufsfeld beim Mechatroniker brauche ich eine bestimmte IT-Kompetenz, die erlerne ich im Rahmen dieses Berufsfeldes oder Anwendungsentwicklung, Fachinformatik und so weiter. Es geht um die Frage, das sind ja Querschnittskompetenzen, die erforderlich sind. Und wir haben zusammen mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung mal versucht zu formulieren, was eigentlich berufliche IT- und Medienkompetenzen sein können. Also in einem beruflichen Kontext die Fähigkeit des Individuums zu fördern, eben unter beruflichen Bedingungen darüber zu wissen und die Kompetenz zu haben, dass sie sich in einer bestimmten medial gestützten Kommunikationskultur befinden. Beispielsweise, dass ich über Twitter abends nicht schlecht über meinen Chef twittere. Das ist vielleicht trivial, aber es ist Teil des Erziehungsauftrages in der beruflichen Bildung. Steht sogar in der Ausbildungsordnung. Und hier haben wir eine absolut offene Flanke. Wir kümmern uns sehr viel um die Berufe selbst. Die Frage, was sind sozusagen grundlegende Kompetenzen im Bereich der beruflichen Bildung in den Berufsschulen, aber natürlich auch in den Ausbildungsbetrieben. Und je kleiner die Ausbildungsbetriebe werden, desto schwieriger wird es, wer sich damit beschäftigt. Da sind wir noch ganz am Anfang, geschweige dessen zu wissen, wie wir das messen können. Und wir sind ja auch ein Land, was gerne misst. Nicht nur wir, die Amerikaner sind ein bisschen messgieriger. Und insofern, da sind wir, das ist, die Forschung ist offen. Und wir sind alle gerade dabei, herauszufinden, wie das funktioniert. Wir haben gerade ein Projekt mit 10 Berufsschulen über ganz Deutschland verteilt, wo wir genau diese Frage aus der Praxis versuchen zu beantworten. Was machen Schulen heute bereits zur Förderung dieser Querschnittkompetenz IT und berufliche Bildung? Die zweite Stellschraube ist Lehrer, Lehrkräfte, Bildung. Und schon 2014 gab es in der ersten ISILS-Studie, also der internationalen Untersuchung zu Computer- und Informationskompetenz von Herrn Boos und Frau Eichelmann im Rahmen eines internationalen Untersuchungen, in denen Deutschland so lala abgeschnitten hat, mit erschreckenden Ergebnissen, was die Spaltung angeht. Also wir haben einen Teil hervorragend kompetenter Kinder und Jugendlichen und einen Teil, die völlig abgehängt sind. Und damit erübt sich auch die Diskussion um Digital Natives. Ich bin in meinem zweiten Rolle Soziologe. Das ist ein Mythos. Es gibt keine Digital Natives. Die Spaltung ist genauso, wie sie vorher war. Sie wird eher schlimmer. Das heißt, wir haben einen Teil von Menschen, Jugendlichen in dem Fall, die nicht in der Lage sind, das war eine der Aufgaben, einen Link in einer E-Mail anzuklicken. Also darüber reden wir. Nichts Digital Natives. Jetzt ist die Frage, wie wird darauf reagiert? Und da gibt es eine kurzfristige und eine langfristige Antwort. Die meisten arbeiten an der langfristigen Antwort, nämlich in der Lehrerausbildung. Komplex genug, haben wir wieder eine dysfunktionale Governance-Struktur. Sie müssen sich mit den Universitäten und den pädagogischen Hochschulen beschäftigen. Als Bildungsressort ist es ein anderes Ressort als das Wissenschaftsressort. Ich bin derzeit im Rektorat einer Universität. Ich kann Ihnen sagen, was wir sagen, wenn das Land mehr will im Bereich der Lehrerausbildung. Dann sagen wir, dann brauchen wir mehr Professoren und damit ist das Thema erledigt. Wir haben aber, selbst wenn wir uns kümmern und die Universitäten kümmern sich, bis die in der Schule sind, 6 Jahre, ist die Vorstellung der KMK schon beendet. Also haben wir das schon mal nicht erreicht. Also mittendrin Vorbereitungsdienst, Referendariat genannt, wieder eigene Akteure. Wir sehen in den Untersuchungen punktuell, Sie finden ein Studienseminar sehr intensiv in der Physik und Mathe,
überhaupt nicht in Deutsch und Englisch. Und andere Standorte anders. Das heißt, wir haben die gesamte Palette in Deutschland, in der Region an Unterstützung. Und kurzfristig heißt das Lehrerfortbildung. Das ist eigentlich das, worauf man sich stützen und stürzen muss, denn damit kann ich natürlich auch das selbsterklärte Ziel am ehesten erreichen. Wir hatten solche Beispiele, Länder sozusagen übergreifender und länderweiter Fortbildungsaktivitäten. In ganz wenigen Ländern gibt es überhaupt die Pflicht zur Fortbildung von Lehrkräften, aber selbst das wäre nicht das einzige Hindernis. Die Frage ist, wo kommen die Multiplikatoren her, wo kommen die Inhalte her? Das heißt, wir kreieren uns eigentlich eine erhebliche Lücke in diesem Bereich. Und damit wieder Ungleichheit in der Fläche. Dritter und letzter Bereich, die infrastrukturellen Voraussetzungen. Wir nennen das lernförderliche Infrastruktur. Und seien Sie mal ehrlich, es ist doch nicht so schwierig. Jeder deutsche Haushalt oder fast jeder ist besser infrastrukturell ausgestattet und angeschlossen ans Internet als eine Schule. Es ist nicht so schwer. Es ist auch keine Rocket Science. Es geht um Basiskomponenten, Anschluss ans Internet, strukturierte Verkabelung, WLAN. Es geht um Basisdienste, die es schon gibt, die man nicht erfinden muss. Da braucht man auch keine großen Unternehmen, die uns jetzt sozusagen nochmal erklären, wie man das macht. Es gibt's alles. Und es ist sowas, was man in der Ökonomie Commodities nennt. Es ist eine Art von Grundversorgung wie Strom und Gas oder Wasser oder Öl. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und diese Grundinfrastruktur, selbst die haben wir nicht in Schulen. Und eins der Dysfunktionalitäten ist, dieses liegt in der Hoheit der Kommunen. Und die Kommunen sind in den letzten 10 Jahren, glaube ich, gibt es ganz unterschiedliche Formen. Manche Kommunen sind sehr nach vorne geprescht, weil ihnen Bildung wichtig ist. Andere Kommunen haben andere Prioritäten gesetzt. In allen ist aber fast gemeinsam, sie haben kein Geld. Und die Entscheidung, ob ich eher mein Schwimmbad saniere oder eine WLAN-Ausleuchtung meiner 3 Berufsschulen mache, ist eine harte. Ich weiß nicht, wie der Bürgerentscheid ausgehen würde, je nach Stadt wahrscheinlich. Ich als passionierter Schwimmer hätte so meine Präferenzen dafür. Also diese Situation ist, die Kommunen bleiben allein und dadurch haben wir eine riesige Spaltung über die 15.000 Kommunen in Deutschland. Keiner weiß so genau, was da passiert, aber wir haben Kommunen mit einer Schule und wir haben Landkreise mit 50, 80 Schulen, wir haben Stadtgemeinden und Städte wie Hamburg, Berlin oder Bremen mit deutlich mehr. Also wir haben alles, was es gibt und sehr unterschiedlich. Und wir haben vor 20 Jahren für die Bertelsmann Stiftung mal eine Studie gemacht zur Frage der Finanzierung neuer Medien in Schulen. Dieses war damals unter dem Eindruck von politischem Aktivismus, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Laptop für alle hieß es. Vor 20 Jahren, da haben wir gesagt, super. Aber wer zahlt's? Wer kümmert sich um die Folgekosten? Diese Studie wurde nie veröffentlicht. Oben sehen Sie vielleicht noch, wenn Sie es erkennen können, ist sozusagen mein Kürzel, das ist sozusagen mein Privatexemplar. Und davon gibt es, glaube ich, 3. Alle anderen mussten vernichtet werden. 2017, 18 durften wir das nochmal machen, auch für die Bertelsmann Stiftung. Jetzt ist es veröffentlicht. Und Sie überlegen sich wahrscheinlich schon, was diese Zahlen bedeuten. Da will ich hier sozusagen aus der Studie und noch so als letzten Gedanken ein paar Punkte sagen, um deutlich zu machen, was wir hier für eine Folgekomplexität eigentlich dabei erzeugen. 5 Milliarden kennen Sie alle, die Zahl, die Frau Wanka mal genannt hat, aus dem Digitalpakt auf 5 Jahre, initial durch den Bund. Alle weiteren politischen Diskussionen können wir uns, glaube ich, für die Pause aufheben. Unsere Studie sagt, es sind aber 2,8 Milliarden pro Jahr. Und zwar nur für die allgemeinbildenden Schulen. Berufliche Schulen haben wir nicht kalkuliert, weil die unglaublich schwierig zu kalkulieren sind, weil die ja noch ganz andere Sonderausstattungen haben. Aber nehmen Sie nochmal so viel. Dann sind wir sozusagen pro Jahr bei der Summe, die derzeit veranschlagt wird über 5 Jahre. 30% davon werden ungefähr schon ausgegeben. Keiner weiß es so genau. Es ist Stochern im Nebel. Man schätzt, das ist unsere Schätzung, es gibt ein paar Kommunen, die bald bei 80% dieser Summe sind. Und es geht nur um Basisinfrastruktur. Und es gibt Kommunen, die vielleicht 5% dieser Summe derzeit aufwenden. Was wir wissen aus Unternehmen, aus der öffentlichen Verwaltung, für jeden Invest-Euro braucht man 1 Euro an Folgekosten. Für Lizenzen, für Menschen, für technischen Support, für Bildungsmedien etc. Und zwar durchgängig. Nicht nach 5 Jahren endet das, weil dann ist die Digitalisierung ja bekanntermaßen nicht zu Ende. 80% dieser Kosten in etwa tragen die Kommunen. Und alle sollen jetzt Medienentwicklungspläne schreiben. Das sind die MEPs, Schulen, Kommunen und
Das kann man ja ausrechnen, wenn sich das 40.000 Schulen jetzt zu eigen machen. Was passiert? Sie werden hochgradig standardisiert, bleiben im Wesentlichen technisch und die eigentliche Idee, sich pädagogisch Gedanken zu machen, fällt hinten runter. Also was haben wir in den drei Bereichen? Wir haben eigentlich eine inhaltliche Klarheit. So klar war es, würde ich sagen, noch nie. Und selbst in den Ausbildungsordnungen für die Berufe sind schon explizite Elemente enthalten. Wir haben KMK-Vorgaben für die Lehrerbildung. Es gibt eine qualitätsoffensive Lehrerbildung, die zum Teil auch Digitalisierung berücksichtigt. Auch in den Ausbildungsordnungen wiederum stehen explizit Aufgaben für Ausbilderinnen und Ausbilder drin. Und wir haben im Prinzip nicht die infrastrukturellen Voraussetzungen, sondern die Voraussetzungen, um infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen. Wir haben also eigentlich kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Vielen Dank.